Ich denke aber, wichtig ist, daran festzuhalten, dass der Islam die einzige wahre Religion ist. Das ist entscheidend. Und das muss man den Christen auch sagen. Mein Name ist Abdullah, Alter 53 Jahre, also schon etwas älteres Semester. Ich bin Deutscher, komme aus einer atheistischen Familie, habe einen ganz normalen Lebensweg zurückgelegt, wie er in der DDR üblich war. Ich komme also aus Ostdeutschland, habe Abitur gemacht, bin dann zur Armee gekommen und habe während der Armeezeit Gott kennengelernt. Vorher gab es diesen Begriff für mich gar nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas wie Gott gibt. Während der Armeezeit habe ich das durch andere Soldaten kennengelernt. Und ich habe mich dann entschlossen, Theologie zu studieren, also christliche Theologie zu studieren, habe diese Theologie 10 Jahre studiert, habe nebenbei noch einen richtigen Beruf gelernt, weil ich dachte, das wäre in der DDR auf jeden Fall gut, einen normalen Beruf zu lernen. Das hat sich auch gezeigt, dass es gut war, denn ich habe das Studium zu Ende gemacht, habe mich aber dann nicht zum Priester weihen lassen, sondern ganz normal in diesem Beruf, den ich gelernt hatte, nämlich Schriftsetzer, gearbeitet. Du hast in Abitur Gott kennengelernt, das war dann in der Kirche, also von der Familie her? Nein, das war, wie gesagt, während der Armeezeit. Andere Soldaten, die selber aber nicht gläubig waren, haben mir gesagt, da ich immer irgendwie gesucht habe nach einem tieferen Sinn im Leben, du, da gibt es doch noch sowas wie Gott und wie Kirche, vielleicht kannst du dich damit mal beschäftigen. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und war da, sag ich mal, schon mal das Thema Islam so ein bisschen überhaupt präsent? Überhaupt nicht. In Ostdeutschland gab es ja so gut wie keine Ausländer. Und wenn es die gab, gab es eigentlich keine Kontakte. Das war unerwünscht. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit waren algerische Gastarbeiter in der Stadt, in der ich gelebt habe. Die waren erstens abgeschottet, zweitens waren sie aber auch so, dass man ein etwas zumindest zwiespältiges Bild von ihnen bekommen hat. Also das war bekannt, dass sie zum Beispiel sich immer Frauen in diese Wohnung geholt haben, wo die lebten und so weiter. Also das war das, aber das habe ich nicht mit Islam verbunden, das gab es einfach nicht. Also du konntest das gesund trennen? Ich konnte es gesund trennen und auch während meines Studiums war Islam kein Gegenstand meines Denkens. Das gab es einfach nicht. Und ich bin das erste Mal sehr konkret auf den Islam aufmerksam geworden durch die Hetzkampagne gegen den Islam im Jahre 2001. Da dachte ich mir, wenn die Medien, die ich gut kenne und gut kennengelernt habe, solch eine Kampagne fahren, dann muss irgendwas Gutes dabei sein. Denn sie machen es nicht, wenn nicht ein Kern da wäre, der sozusagen die Macht derer, die das Ganze betreiben, gefährden würden. Das war der Anfang meiner Beschäftigung mit dem Islam, also 2001. Wie sah das aus mit der Beschäftigung? Hast du dir Bücher geholt? Oder? Ich habe mir Bücher geholt, ich habe im Internet rumgesurft unter islam.de und da gibt es ja einiges, auch sehr Verschiedenes, auch sehr verschiedene Bücher, auch manche, die ich heute nicht mehr lesen würde, aber so ist es halt, wenn man anfängt und eben auch als Deutscher keinen Kontakt zu Muslimen hat. Den hatte ich nicht. Und das war dann, nachdem ich mich intensiver, auch theologisch intensiver mit dem Islam beschäftigt habe, das eigentliche Problem für mich. Wie lerne ich einen ganz normalen Muslim kennen? Ich habe dann auch wieder im Internet gesucht, habe auch verschiedene Anfragen gemacht und habe darauf nie eine Antwort bekommen. Und dann dachte ich mir, na gut, das war's dann wohl, dann soll es nicht sein. Dann werde ich gucken, wie ich irgendwie in einem Glauben weiterkomme. Ich habe dann auch weitere Religionen mir angeguckt, zum Beispiel den Buddhismus, von dem ich aber sehr schnell abgekommen bin, weil es da keinen Gott gibt, sondern der Mensch beschäftigt sich dort immer nur mit sich selber. Und dann bin ich eher durch Zufall auf diese Internetseite selef.de gekommen. Und da war
im Jahre 2004 ein Islamseminar angekündigt. Und da dachte ich, na gut, das wäre es vielleicht. Und habe mich dann an diese Adresse gewandt und da kam auch tatsächlich eine Antwort zurück. Weil ich gesagt habe, einmal probiere ich es noch. Und wenn dann keine Reaktion kommt, dann war es das, finde ich. Aber da ist eine Reaktion gekommen und dann bin ich hier in die Al-Nur-Moschee gekommen, zu diesem Islamunterricht und so weiter. Und das Ergebnis ist das, was sozusagen heute hier sitzt. Aber was mich jetzt doch nochmal interessiert, ist, dass du drei Jahre hast du ja gesucht. Sag ich mal so, 3 Jahre hast du es versucht, den Islam kennenzulernen und sag ich mal, hast da keinen richtigen Ansprechpartner gefunden. Das ist hab schon, ich nicht. Nee, hab ich nicht. Wo ich sage, das ist ganz schön, also sag ich mal so, da müsste man sich vielleicht besser organisieren in der Sache und dann ja. Da, sag ich mal, den Leuten da so eine Hilfestellung geben können. Ich meine, okay, wir haben zwar diese Islam-Seminare, aber ich schätze mal so, wie es bei den meisten ist, dass sie so eine Abschreckung erstmal haben durch die Medien, ja, dass sie sagen, oh, ich gehe da erstmal nicht rein. Was, du hast gesucht 3 Jahre und wann hast du denn, also gab es natürlich eine Person, dann, die danach dich dann irgendwie dann doch irgendwie ermutigt hat oder Schlüsselereignisse, wo du gesagt hast, also. Also mir war klar, nachdem ich sozusagen theologisch mich entschieden hatte, das Entscheidende war für mich die Einfachheit des Islam, der Tawhid. Das war das Entscheidende für mich. Die christliche Theologie ist äußerst kompliziert. Sie fängt an mit den zwei Naturen in Jesus, nämlich eine göttliche und menschliche. Und dann kommt zum Beispiel auch das Dogma von der Dreifaltigkeit, was niemand erklären und niemand verstehen kann. Das habe ich auch nie verstanden. Und ich habe die Theologie studiert und wenn ich im Studium gesagt habe, ich verstehe das nicht, dann kam die Antwort, das musst du einfach glauben. Und deswegen theologisch beschäftigt mit dem Islam und ich habe dann irgendwann gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr zu welcher Zeit das war, aber ich habe dann gesagt, ich möchte eigentlich Muslim werden. Von der Theologie her ist das für mich klar, aber zum Glauben gehört auch immer eine Gemeinschaft. Und deswegen muss ich, bevor ich wirklich zum Islam übertrete, ich hätte es ja auch in meiner eigenen Stube machen können und das Glaubensbekenntnis sprechen, muss ich diese Gemeinschaft der Muslime kennenlernen. Das war das Komplizierte, aber nachdem ich dann hier in der Al-Nur-Moschee war, zum Islamunterricht am Sonntag, habe ich mich auch vorher mit einem Bruder, mit dem Resul, getroffen und wir haben uns unterhalten. Und er hat mich gefragt nach meinem Glauben, was ich vorher gemacht habe und so weiter, wie ich mir Gott vorstelle, nämlich monotheistisch. Und die entscheidende Frage dann, ob ich Muslim werden möchte, habe ich ja gesagt. Das war kurz vor Ramadan. Und eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich wollte es ein bisschen bequemer haben. Ich wollte nämlich erst den Ramadan vergehen lassen und dann wollte ich Muslim werden. Und die menschlichen Pläne sind das eine, Allahs Pläne sind das andere. Und ich konnte ja nicht lügen. Wenn Resul mich fragt, möchtest du Muslim werden, konnte ich ja nur noch Ja sagen. Und ich bin dann eben an diesem Sonntag, das war der 2. Oktober im letzten Jahr, Muslim geworden. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dann, jetzt bist du ja Moslem, Alhamdulillah, und wie sieht denn jetzt dein Leben, sag ich mal, jetzt aus und davor, wenn du jetzt vergleichen würdest, gibt es da Sachen, wo du sagst, also das habe ich so niemals erlebt oder diese Gefühle überwältigen mich jetzt danach oder halt dieses Gemeinsame, wie würdest du das beschreiben? Also ja, auch mit deinem Mensch. Ja, ich sag mal, gefühlsmäßig bin ich etwas deutsch temperiert, also so gleichbleibend, aber was für mich wirklich ein Erlebnis ist, ist das fünfmalige Gebet am Tag, diese Säule des Islam. Ich war auch während des Theologiestudiums Noviz in einem Kloster, in einem strengen Kloster. Und dort gab es auch diese fünfmaligen Gebetszeiten. Aber im Christentum sind die eigentlich nur für die Mönche reserviert. Die normalen Christen beten halt so, wie sie wollen oder eben auch gar nicht, wenn man dazu kommt. Und das ist auch in Ordnung. Man kann zum Sonntagsgottesdienst gehen oder auch nicht. Das ist alles nicht so schlimm. Und für mich ist jetzt wirklich
seitdem ich Muslim bin, ein Erlebnis, jeden Tag fünfmal dieses rituelle Gebet zu vollziehen. Früh bei mir zu Hause noch, dann den Tag über im Verlag, was nicht ganz so einfach ist, weil manche Menschen glauben, es muss immer was gemacht werden, ununterbrochen, und auch am Abend wieder bei mir zu Hause. Das ist ein Erlebnis, aber ich merke auch, man muss sich auch anstrengen. Ne? Gerade bei Isha ist der Tag vergangen und man sagt, oh ja, aber es ist dann, wenn man aus dem Gebet herauskommt, ist das Ganze wieder, sage ich mal, ist man frisch. Und das ist das entscheidende Erlebnis, was ich hatte, seitdem ich Muslim bin. Und du meinst jetzt auch auf der Arbeit, betest du auch? Ja, klar. Und wie ist da so die Reaktion jetzt, sag ich mal, so in der Umgebung darauf, dass du jetzt, sag ich mal, so Muslim bist? Also wie sehen Sie das? Es gibt Kollegen, die für die ist es uninteressant, was man ist. Ob Christ, ob Muslim, ob Buddhist oder gar nichts, egal. Dann gibt es einen Kollegen, der war auch schon mal mit hier im Islamunterricht, der interessiert sich dafür. Der wollte auch eigentlich an diesem Wochenende kommen, aber da hat er irgendwas Familiäres, aber er wird demnächst wieder kommen am Sonntag. Das ist ein ja. Und es gibt die Verlagsleiterin, die gesagt hat, ich bin ursprünglich, so wie ich hier sitze, auch in den Verlag gegangen, die dann mir das verboten hat und hat gesagt, ich wäre ein Extremist und sie möchte in einem liberalen Verlag sowas nicht sehen. Und ich muss zumindest diese Kleidung ausziehen. Also gehe ich früh hin, ziehe mich um, ziehe mich wieder um und gehe dann abends zurück. Aber wie gesagt, die Leitung dieses Verlages ist eigentlich das einzige extreme Beispiel. Ich bin nicht extremistisch, aber sie ist es vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, also stößt man da schon doch, sag ich mal so, gegen Widerstände, ja? Ja, ich denke mal, ab einer gewissen Führungsebene gibt es eine gewisse Ideologie, die sagt, Muslime können eigentlich nichts anderes als Extremisten sein. Und sie verwechseln dann Extremismus und Fundamentalismus. Ich würde schon sagen, ich bin ein Fundamentalist, aber im richtig verstandenen Sinne. Ich bemühe mich zumindest, zu leben nach Koran und Sunna, so wie ich es hier kennenlerne. Und ich glaube, das ist ein gesunder Fundamentalismus. Wenn ich nach anderen Dingen gehen würde, komme ich ab vom Weg und dann wäre alle meine Bemühungen und die Bemühungen Allahs vor allen Dingen umsonst gewesen. Das ist so. Und in der Familie, also wie sieht es da aus? Familie ist schwierig. Meine Tochter lehnt es total ab. Dieser hat zu mir gesagt, wie kann man nur? Und meine Frau hat schon bevor ich zum Islam konvertiert bin, hat gesagt, sie glaubt an Gott, aber sie kann keine Christin werden. Das ist ihr zu konkret. Keine Christin? Keine Christin, vor dem Islam, als sie noch vor dem Islam war. Und wo ich dann konvertiert bin, haben wir darüber gesprochen auch, und sie hat gesagt, sie wird nie Muslima werden. Das ist ihr einfach alles zu extrem. Das ist genau das Bild, was die Medien vom Islam zeichnen, und was, glaube ich, auch in einen Großteil der deutschen Bevölkerung tief eingedrungen ist. Das ist das Schlimme daran. Aber immerhin toleriert meine Frau das. Mehr kann ich, denke ich, auch im Moment gar nicht verlangen. Da bin ich auch sehr geduldig und wir sprechen ab und zu darüber. Und wir werden sehen, was daraus wird. Inshallah.